Erzähl mal kurz, warum wir jetzt hier stehen. Weil wir wollten fragen, ob wir heute Abend schon mit der Fähre fahren können. I'll always remember the points in my mind. Though it's been forever, we will never unwind. Don't know how. Genau das hat dann auch geklappt, dass wir problemlos eine Nacht früher fahren konnten. Und damit herzlich willkommen zu unserer Fährfahrt von Travemünde nach Trelleborg mit der Tom Sawyer. Seid ihr bereit für die Fährfahrt? Ja. Der Murphy auch? Ja. Sieht gar nicht so aus. Ich bin müde. Ein bisschen ist gut, hm? Ja. Zwei Erwachsene, drei Kinder, ein Hund mit Auto und Wohnwagen auf der Nachtfähre mit Außenkabine. Gebucht im Januar für Ende Juli und das Ganze hat uns 450 Euro gekostet. Einchecken ist überhaupt kein Problem. Beim Buchen bekommt man online den Code, den scannt man am Schalter beim Einfahren in den Hafen ein und bekommt alle Tickets ausgedruckt mit Kabinennummer und Türcode für Kabine, die sich dann mit diesem Ticket öffnen lässt. Und wer sich jetzt fragt, warum höre ich eigentlich keinen Originalton mehr? Tja, an dieser Stelle ist wohl jemand von uns an den falschen Mikroknopf gekommen. Und die erste komplette Urlaubswoche haben wir jetzt alle Videos ohne Ton. Also werdet ihr mich jetzt und meine wunderbare Stimme aus dem Background genießen können. Die Kabine ist ausgestattet mit 4 Betten. Das hat für uns zu fünft irgendwie geklappt. Einem Bad mit einer Dusche, einem Waschbecken, einem Klo und einem engen Gang, in dem der Murphy aber ganz gut liegen kann. In jeder Kabine gibt es eine Klimaanlage und die lässt sich auch noch einstellen auf kälter oder wärmer. Und dementsprechend ist es für die eine Nacht kein Problem. Wir würden auf jeden Fall wieder die Nachtfähre nehmen, denn das ist einfach das Praktischste. Abends gegen 22, 23 auf die Fähre fahren, schlafen gehen und morgens zwischen 8 und 9 Uhr kommt die Fähre an, man steht auf, geht zum Auto und kann in Schweden wunderbar den Tag beginnen. Und hier wollte ich einfach so wunderbar berichten, wie man auf dieser Fähre seitlich außen da hinten steht. Wir haben da das Glück gehabt, mit unserem Wohnwagen direkt sozusagen auf der Meeresseite zu stehen. Und da hätten wir doch gar keine Kabine gebraucht. Also da hätten wir doch wunderbar eigentlich im Wohnwagen bleiben können, im Wohnwagen schlafen und bei Nacht das Meer genießen können. Ja, und dann hoffen wir mal, dass der Tank für das große Schiff für die ganze Fahrt nach Trelleborg auch langt. Das Schiff hat 7 Decks, die unteren 4 sind eigentlich nur Parkdecks und insgesamt ganz viele Schlafdecks. Für den Tagsüberbereich hat man so ein paar Sitzgelegenheiten, um sich aufzuhalten tagsüber, oder für Kinder ein Fernseher, ein kleines Bällebad, eine Spielecke-Möglichkeit. Frühstück kann man sich vorbestellen für den nächsten Morgen oder abends bei der Ankunft hätte man sogar sich noch was zu essen am Buffet holen können. Sure if I'd let.
Und auch bei einer Nachtfahrt braucht der Hund ja nicht so oft Pipi machen gehen. Und zur Not gibt's ein kleines Baumstämmchen in so einer Ecke, wie man hier sieht. Geht auch. Auf jeden Fall haben wir gut geschlafen. Zumindest die, die ein eigenes Bett hatten, haben gut geschlafen. Und das Schöne ist, man kann dann in der Kabine da morgens nochmal duschen gehen, sich frisch machen, Zähne putzen und ist dann super vorbereitet für den Schwedentag, um richtig in den Urlaub starten zu können. Auch könnt ihr schon von zu Hause euren Hund online anmelden und braucht dann in Schweden nichts mehr machen. Den Link findet ihr auf unserer Homepage und es gibt auch in unserem Video schon ein Video mit genauer Beschreibung. Ist aber alles ganz einfach und kein Problem. An dieser Stelle verabschieden wir uns von der Fähre und diesem Video. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf unserer Schweden-Rundreise begleitet. Bleibt gesund und macht's gut. Bis zum nächsten Video auf unserem Kanal Feel Free on Tour. The test of time.